Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Avantech Webinar IoT Projekte sicher umsetzen. Mein Name ist Christian Schwarzer und ich freue mich, Sie heute durch dieses Webinar führen zu dürfen. Wir werden das Webinar in drei Teile aufteilen. Ich werde kurz einführen, zu was verstehen wir unter IoT, was sind die Herausforderungen im Bereich Security und welche Lösungsansätze sehen wir. Dann werden wir zwei solche Lösungsansätze kennenlernen, nämlich jene von Vectra und Forescout. Und wir werden im Anschluss auch Zeit haben, Ihre Fragen zu beantworten. Das heißt, wenn Sie im Laufe des Webinars Fragen haben, egal zu welchem Referatsteil, dann formulieren Sie bitte diese Fragen direkt in die dafür vorgesehene Q&A-Box vom Webex-Client und wir werden dann ganz am Schluss durch diese Fragen durchgehen und die entsprechenden Referenten zuordnen. Bevor wir starten, inhaltlich vielleicht ganz kurz eine Minute: Wer ist Avantech? Für jene und die, die uns noch nicht kennen, wir sind IT-Security-Ingenieur und Integrator in der Schweiz. Unsere Kompetenzen erfassen eigentlich das ganze Enterprise-Security-Portfolio von Cloud über Netzwerk, E-Mail, Web, Endpoint-Security. IoT kann man jetzt hier an verschiedenen Orten einordnen, einerseits Network, natürlich aber auch Endpoint und Devices. Wir machen Engineering-Integration mit Partnern zusammen. Wir haben ein ganzes Portfolio von verschiedenen Herstellern, die sich eben in die Folie vorher in die verschiedenen Kategorien einordnen lassen und heute mit im Call, mit in der Webex sind Forescout und Vectra. Wir tun das für über 200 aktive Kunden in der Schweiz. Sie sehen hier ein paar ausgewählte Kunden. Vielleicht sind auch Sie darunter und erkennen Ihr Logo. Sie sehen, es ist quer über alle Industrien. Das heißt, wir von Avantech kennen auch die unterschiedlichen Anforderungen von Banken, Versicherung, Retail, Industrie und wissen, was, wo, wie umgesetzt werden kann und dass halt die Anforderungen nicht in allen Branchen genau dieselben sind. Das nur ganz kurz vorweg zu Avantech, direkt ins Thema IoT. Was ist der Enabler von IoT, Internet of Things? Es sind verschiedene Technologie-Enabler, die IoT jetzt nun möglich machen. Das ist das eine Miniaturisierung elektronischen Komponenten, diese ganze Low-Power, Low-Energy-Fortschritte, die es gibt, andererseits aber auch die Connectivity-Fortschritte. Da gibt es spezifische Protokolle, Standards, vielleicht Zigbee oder LoRa für tiefe Datenvolumen, tiefe Duty Cycles. Und ich glaube, auch ein wichtiger Treiber für das ganze Thema IoT ist das Buzzword Big Data, das heißt die Möglichkeit nun mit solch großen Datenmengen, die man mit IoT generieren kann, auch umgehen und analysieren kann. Diese Treiber ermöglichen eine ganze Reihe von Business-Nutzen, also von der Technologie nun auf die Business-Sicht. Also einerseits lassen sich durch diese IoT-Features verbesserte Produkte oder Kundenerfahrungen erreichen, das heißt Analytics in Produkten, Sie können Produkte personalisieren oder Sie können aus Daten, die Sie gewinnen können, aus IoT-Geräten auch Rückschlüsse ziehen, die dann eine verbesserte Produktentwicklung ermöglichen. Das größte Thema, das wir sehen, generell IoT-Effizienzsteigerung, da sind auch ein paar Buzzwords drin, die Sie vielleicht kennen: Predictive Maintenance, Monitoring, generell Optimierung, Automation von Abläufen, wenn man halt dann eben durch IoT die Daten hat, um zu verstehen, was wie wo passiert, kann man sie auch dann endlich auch effektiv managen und optimieren. Aber wir sehen auch neben der eigentlichen Optimierung, Automation Potenzial für ganz neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel auf nutzungsbasierten, weil man kennt, wer was wie viel benutzt oder auch ganz neuartige Dienstleistungen, die es in der Form noch nicht gab. Das heißt, IoT ist real, es ist nicht nur Technologie, sondern es hat auch Business-Nutzen. Ich denke, wir sind ganz am Anfang von einer ganzen großen IoT-Welle und Gartner sagt zum Beispiel schon für 2020 vorher, dass circa 30 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz sein werden. Und sehr interessant für uns alle jetzt in dieser Webex-Session, Gartner sagt auch, dass das Security-Budget, das heute circa 1% mit dem Label IoT ausgegeben wird, auf gut 20% wachsen wird. Also da besteht
oft nicht ein Challenge und ein Handlungsbedarf bezüglich Security. Zu den Use Cases. Ihre Branche wird wahrscheinlich auch drunter sein. Rechts sehen Sie Consumer Use Cases, das was Sie zu Hause vielleicht, da haben Sie Philips Hue, vielleicht haben Sie Amazon Alexa zu Hause. Das ist auch bereits im Consumer-Bereich ist das angekommen. Und im Industriebereich sehen Sie, das geht von der Herstellung über Energy, über Gesundheitswesen, ganz Mobilität, Logistikbereich. Also es gibt fast keine Branche, die sich diesen Entwicklungen entziehen werden kann. Was sind die Herausforderungen, insbesondere aus Security-Sicht? IoT-Geräte haben gewisse Eigenschaften, insbesondere eben bestehende IoT-Geräte. Sie sind in der Regel klein, günstig, häufig keine physische Zugangs-Security eingebaut. Sie sind in der Regel auch limitiert in CPU, Speicher und Batterieleistung. Und eigentlich fehlt fast allen bestehenden Geräten die Kryptofähigkeit. Also man kann keine Kryptografie ver- und Entschlüsseln auf diesen Geräten machen. Geräte haben in der Regel auch eingeschränkte Upgrade-Patch-Möglichkeiten. Also wenn die Firma ein Gerät ins Freie entlassen hat, fast keine Möglichkeiten, dann Updates, neue Softwareversionen zu installieren. Und was auch hinzukommt, das ist in den letzten paar Monaten auch ein Thema geworden, diese Geräte sind sehr heterogen. Einerseits aus sehr unterschiedlichen Quellen, was ein Management schwierig macht, und andererseits sind es in der Regel auch sehr komplexe Lieferketten, also mit Teilen aus verschiedensten Ländern und vielen Herstellern, was auch security-technisch Herausforderungen generieren kann. Das heißt, bei bestehenden Geräten, die wir heute sehen, ist On-Device-Security, also Device-Security, fast nicht möglich. Was man machen müsste, eben wenn man von Grund auf so ein Gerät entwickelt, ist Security by Design mit einzubauen, Applikationssicherheit, Patchfähigkeiten, vielleicht sogar eben Identity Management, PKI-Ansätze. Gehen aber jetzt heute davon aus, dass wir über Geräte sprechen, wo das per se nicht der Fall ist. Das heißt, Geräte, die keine oder nur beschränkte Security-Features haben und wir irgendwie trotzdem Security erreichen möchten. Und zwar müssen wir dann weg vom Device gehen und in Richtung Netzwerk-Security. Das heißt, versuchen das zu kompensieren oder zu ergänzen, was auf dem Gerät selber nicht möglich ist. Da gibt es verschiedene Ansätze dazu. Ein klassischer Ansatz, den Sie kennen seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen, ist die Segmentierung. Wir sehen, dass durch die Zunahme von IoT-Geräten das Thema klassische Netzwerksegmentierung zunehmen wird. Das heißt, noch feingranularer, vielleicht noch weiter raus ins Edge vom Netzwerk, dass man stärker segmentiert. Das zweite ist, Visibilität zu schaffen, das heißt IoT-Geräte zu monitoren, die Verbindungen, die Muster, die Verhaltensweisen, vielleicht Baselines erstellen, Anomalien erkennen. Und das dritte ist dann schlussendlich die Kontrolle mit Maßnahmen oder Ansätzen, die vielleicht über eine Firewall-Segmentierungslösung hinausgehen, Maßnahmen, die dann ermöglichen zu klassifizieren, Geräte zu authentisieren, Zugangskontrollen umzusetzen und auch entsprechende Policies zu definieren und zu implementieren. Unter den beiden letzten Punkten, also Visibility und Kontrolle, da haben wir heute, wie gesagt, zwei Lösungsansätze, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Das ist einerseits Vectra und andererseits Forescout, und möchte an dieser Stelle nun gerne auch direkt an Fabian Centinetta übergeben. Ja, wenn man Angriffe erkennen will, gibt es die klassischen Lösungen, die meist signaturbasiert laufen, zur Erkennung der bekannten Angriffsmethoden, Angriffsmuster der bekannten Tools, die eingesetzt werden. Wenn man weiter in die in den Bereich APT, in den Bereich fortgeschrittene Angriffe, geduldige, langsame Angriffe gehen möchte, erfordert das auch komplexere, sag mal, Erkennungsmethoden. Man geht dann in den Bereich TTPs, Tools, Techniques, Procedures, und dort gibt es heute Möglichkeiten mittels künstlicher Intelligenz
Also mit Machine Learning im Wesentlichen Verhalten zu erkennen oder Signale zu erkennen, die eben Aufschluss geben oder die Möglichkeit zeigen, eventuell laufende Angriffe darzustellen. Je weiter man hier oben in der Pyramide ist, desto langlebiger sind diese Detection-Modelle. Je weiter unten, desto kurzlebiger. Aber eigentlich hier eigentlich die Aussage, man muss Verhaltensanalyse machen, man muss die Methoden und Techniken möglichst fundamental abbilden. Und dafür eignet sich eben Netzwerkverkehr hervorragend, vor allem für ja, die höher qualifizierten, gut finanzierten Angriffe den Angreifern, die sich hier Zeit nehmen können und wirklich Minimum an Auffälligkeit zeigen. In Kombination mit Endpoint hat man hier bestimmt die besten Chancen, ein effizientes Threat Hunting zu machen. Der Vorteil im Netzwerk ist die Unabhängigkeit vom Betriebssystem, vom Gerätehersteller, von der Applikation und dementsprechend dann eben auch Einblick in ja, IoT-Umgebungen und auch die Schwierigkeit für den Angreifer, diesen Netzwerkverkehr zu manipulieren. Also das ist dann nicht die im Endeffekt die vertrauensvollste Quelle. Jetzt, wir machen das so, dass wir uns auf diese Machine Learning Modelle fokussieren. Das ist der schwierige Teil. Das kann nicht jede Organisation für sich selber bauen. Also wir haben eine große Gruppe von Security Researchern, die fundamentales Angriffsverhalten charakterisieren, dann zusammen mit dem Mathematiker, dem Data Scientisten das passende mathematische Modell auswählen, um dieses Angriffsverhalten, das uns interessiert, zu finden. Und das entlang dem Lebenszyklus von einem typischen Angriff. In diesen vier Kategorien teilen wir Verhalten ein. Und ich gebe jetzt hier mal zwei Beispiele von der ja, wachsenden Angriffsoberfläche über IoT. Hier in dem Falle eine Kamera, die als Backdoor benutzt wird. Ein Angreifer hackt die Kamera, die, wie Christian vorher gesagt hat, relativ schlecht geschützt ist. Oft man findet da einfache Schwachstellen und Backdoors, die auch langsam dann gepatcht werden können, wenn der Hersteller überhaupt was rausbringt. Obwohl die wenig CPU Memory hat, reicht das fürs Ausführen von kleinen Tools, für diesen Command and Control Channel zum Beispiel. Und allenfalls dann Finden von Daten, die dann eben gestaged hier in Form eines Data Smugglers erkannt werden können. Also wir haben einen Algorithmus geschrieben, der sehen würde, wenn diese Kamera Daten holt von einem internen System und dann rausschickt übers Internet. Und die andere Möglichkeit wäre der Command- und Control-Channel selber, die Kamera, die gesteuert wird von außen. Oder ein weiteres Beispiel, eine Windows 7-Maschine, die irgendwo im Industrieumfeld eingesetzt wird oder im Produktionsumfeld vom Hersteller geliefert, kann nicht gepatcht werden, kann keine Agents installiert werden. Höhere Gefahr für die Infektion. Nach der Infektion gibt es hier die Möglichkeit wieder über Machine Learning, über Analyse des Netzwerkverkehrs durch Machine Learning einen Hidden HTTPS-Tunnel zu erkennen, also den Command and Control Traffic, dann allenfalls Scanning-Aktivität, also der Windows 7-Rechner, der dann Schwachstellen sucht oder andere Geräte oder sich einfach informieren will, wo er ist, wo er allenfalls die Daten oder Informationen findet, die er sucht, dann allenfalls weitere Geräte infiziert, also Code repliziert. Das ist ein Modell, Automated Replication ist ein Modell, das fundamental das Kopieren von Payload auf mehrere Maschinen erkennt, völlig protokollunabhängig, inhaltunabhängig, in kurzer Zeit. Also hier würde er zum Beispiel ein wurmartiges Ausbreiten anschlagen, aber genauso eine Softwareverteilung natürlich, weil das fundamental ist. Also das sollen wirklich Detections sein, Verhalten sein, die unabhängig vom Toolset sind.
Und schlussendlich dann, wie zum Beispiel diesen Data Smuggler, wo dann Daten geholt werden, die müssen zuerst auf das initial infizierte Gerät kopiert werden und dann raus, weil da schon der Kanal ins Internet besteht. Visualisiert oder präsentiert werden die Resultate in unserem User Interface, ja, wie auf dieser Folie, in einem zweidimensionalen Bewertungssystem, Angriffsfortschritt auf der Y-Achse und Wahrscheinlichkeit für Bösartigkeit auf der X-Achse und damit dann alle auffälligen Geräte eingeteilt in diesem, ja, in diese Risikoquadranten. Also oben rechts werden die gefährlichsten, die man sich zuerst anschaut. Man klickt dann drauf, kriegt eine Vorschau, Hostname, IP, Scoring und die letzten fünf Verhalten. Kann dann reinklicken, kriegt dann die Details zu dem Host und kann sich dann die einzelnen Verhalten oder Detections anschauen bis runter zum PCAP oder dann auch Drilldown in unsere Investigation, unsere Hunting-Plattform. Jetzt mit Forescout haben wir zusammen mit dem Daniel Köhns, also der Daniel Köhns zusammen mit uns eine Lösung gebaut, die folgendermaßen aussieht. Vectra auf der Detection-Seite, auf der Erkennungsseite von auffälligen Devices, sage ich jetzt mal, die man dann spezifizieren kann, welche Art Device man hier behandeln will und dann die Möglichkeit, völlig automatisiert oder halbautomatisch über einen Security-Analysten getaggte Hosts dann vom Netz zu nehmen, über Forescout, also zu isolieren beispielsweise. Und das ist eine relativ simple Syslog-Integration, also im unteren Falle taggt der Analyst ein Device, das er vom Netz nehmen will. Syslog wird produziert mit dem Tag. Auf Forescout läuft ein Playbook, das dann den Host, das Device lokalisiert und isoliert. Oder vollautomatisch über einen Scripting-Server oder eine Orchestrierungsplattform, die matcht auf gewisse Kriterien, auf die man reagieren will, zum Beispiel Threat Score über 50 und Gerätetyp das und das möchte ich isolieren. Das wären hier die Möglichkeiten. Also genauer Ablauf für die halbautomatische Variante wäre: Vectra erkennt einen Threat, ein Analyst validiert den Threat und sagt, ist mir sehr, sehr suspekt, möchte ich isolieren, möchte ich vom Netz nehmen und Zeit gewinnen für die Analyse. Das triggert einen Syslog mit dem Tag, den er gesetzt hat, dass er blockiert oder isoliert werden will, und Forescout reagiert und nimmt den vom Netz. Und dann kann man über Untagging, also indem man den Tag wieder löscht und einen anderen reinschreibt, dann auch die umgekehrte Aktion wieder ausführen. Und damit übergebe ich an Daniel. Vielen Dank, Fabian. Wenn Sie Fragen haben, direkt an Fabian Centinetta, formulieren Sie doch die jetzt schon in die entsprechende Chatbox bei Fragen und Antworten Panel in Ihrem Webex Client, werden die dann am Schluss direkt an Fabian stellen können. Übergebe ich an Daniel Künzli von Forscout. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ja, herzlich willkommen zum Webinar. Ich habe meine Präsentation ein bisschen mehr über Forescout selber, weil wir sind ja ein neuer Partner von Avantec und es ist unser erstes Webinar davon und darum erkläre ich auch ein bisschen, was Forescout überhaupt macht und von wo Forescout kommt. Forescout wurde gegründet im Jahr 2000. Hat dann relativ schnell, dann innerhalb von 2 Jahren, das erste Produkt auf den Markt gebracht. Das war eine DMZ-Honeypot-IPS-Lösung, die recht gut ankam. Danach wurde das Produkt ein bisschen umgemodelt nach Counteract. Das ist der neue Produktname oder der Produktname von unserem Produkt. Das war dann die erste agentenlose Network-Access-Lösung, die auch Windows, Linux und Macs ohne irgendwelchen Software oder Agenten genauer untersuchen konnte und natürlich dann auch die größeren Entscheidungen treffen konnte. Wir haben jetzt auch schon Installationen über 2 Millionen Devices, also werden über eine Single Management Konsole werden über 2 Millionen Devices gemanagt.
Wir sind seit einem guten Jahr an den Börsen kotiert, am Nasdaq, und haben letztes Jahr eine Firma gekauft mit dem Namen Security Matters. Diese Firma hat sich spezialisiert auf OT Security, also alles, was, ja, gehört natürlich IoT auch dazu, alles, was mehr oder weniger in Produktionsanlagen liegt. Also, und die gehen da viel weiter, weder auf viele andere Produkte, die in Network Access Control sind, sondern die gehen wirklich rein und schauen in die Protokolle rein, die vom PLC zu den Sensoren oder zu den Steuerungen gesendet werden. Die können haargenau rausfinden, ob da irgendwelche schlechte Kommandos drin sind, ob jetzt das bösartige Kommandos sind oder natürlich aber auch Fehlkonfigurationen. Also sind auch sehr stark im Verbessern der Prozesse da, also können auch dahin genommen werden, um die Prozesse zu auditieren und dadurch eine viel bessere Visibility zu kriegen und die Konfiguration zu optimieren. Ja, die Challenges, die wir sehen bei unseren Kunden, ist ganz klar diese exponentielle Steigerung der nicht gemanagten Betriebssysteme. Windows ist mehr oder weniger rückläufig im Unternehmen oder mindestens stagnierend. Alles andere, was nicht Windows ist, kann kaum oder nur schlecht gemanagt werden. Darum gehört meistens, also für uns, mehr oder weniger alles zu IoT. Das heißt, wir brauchen andere Tools, um diese Devices visibel zu machen im Netzwerk und natürlich auch zu kontrollieren. Die nächste Challenge, die wir sehen bei vielen Kunden, ist, dass man auch im Datacenter nicht mehr so klar sagen kann, was wo liegt. Ist das Datacenter jetzt nun lokal, ist ein Teil in der Public Cloud, in der Private Cloud, in der Hybrid Cloud. Auch hier fehlen vielen Unternehmen eine Übersicht, da, wo liegen meine Devices, wo habe ich welche Instanzen am Laufen. Und auch da kann Forescout natürlich extrem gut helfen. Und natürlich eben die dritte Challenge, eben wie gesagt, auch das war natürlich der Grund für Forescout, eine dieser Unternehmen zu kaufen, wie Security Matters, die natürlich extrem stark in diesem Industriekontrollsystemen sind. Und natürlich diese spezielle IT-Infrastruktur sehr gut im Griff haben und zusammen können wir wirklich von Level 0 bis zu Level 7 alles aufzeigen, was da ist, inklusive IT-Systeme, inklusive reine OT-Systeme, Sensoren, Anlagen, Steuerungen, alles kann visibel gemacht werden und natürlich auch kontrolliert werden dadurch. Was ist die Plattform dazu oder die Forescout-Plattform? Wie gesagt, Security Matters ist natürlich, im November oder Ende November wurde die Übernahme publik. Wir sind sehr stark dran, in der nächsten Version einige dieser Funktionalitäten schon in unsere Plattform zu integrieren. Das Ziel ist natürlich, eine Single-Plattform zu kriegen, wo man dann komplett alles visibel macht. Sie sehen das auch hier. Wir arbeiten, oder Forescout ist eine Lösung, die Sie in allen Ihren Netzen einsetzen können. Also wir sind nicht nur wie viele Network Access Control Systeme nur im Campus tätig, sondern wir machen die ganze Hausautomatisation, wir machen die ganzen OT-Systeme, wir machen das Data Center oder wir funktionieren auch in der Cloud. Also wir haben wirklich eine Lösung für alle Ihre Netzwerke. Und mit dieser Lösung adressieren wir einige Use Cases bzw. Challenges, die unsere Kunden haben. Und die wichtigste Challenge, die wir adressieren, ist ganz klar die Visibilität. Mit Forescout kriegen Sie eine Lösung, die Ihnen agentenlos, real-time und kontinuierlich immer alle Devices, die aktuell am Netzwerk sind, aufzeigt und natürlich auch klassifizieren kann. Also es gibt da eine sehr starke Klassifizierungsengine, zu der komme ich nachher noch ein bisschen, die uns hilft, die Devices zu separieren. Also ich kann unterscheiden, ist es jetzt ein Windows, ist es ein Mac, ist es ein Linux, ist es ein
eine Kamera, ist es ein Batch Reader, ist es ein Kühlschrank von mir aus oder was auch immer am IP-Netz irgendwo dran ist, können wir erkennen. Wir erkennen auch die Hersteller und die Modelle. Also bei D-Link zum Beispiel können wir erkennen, ja, weil das ist eine Security-Kamera mit dem DC730 oder wie auch immer. Also können wir genau erkennen, was es für ein Typ und was für ein Hersteller ist. Können dadurch natürlich auch bei IoT feststellen, ob eventuell Default Credentials oder so verändert wurden oder eben nicht verändert wurden, dass eventuell noch Security-Kameras im Netz sind, die mit Admin als Passwort oder so drin sind. Also diese Sachen helfen durch diese Klassifizierungsengine, hilft uns das natürlich, das Ganze genauer herauszufinden. Der nächste Use Case ist Asset Management. Asset Management hört meistens dann auf, wenn man die Datenbank schließt. Danach ist meistens Asset Management schon wieder veraltet, weil die Devices nicht mehr da sind, wo sie waren, oder neue Devices am Netz sind oder alte Devices nicht mehr da sind. Es ist sehr schwierig, ein Asset Management aktuell zu führen, vor allem bei kann natürlich gut helfen. Wir haben Konnektoren verschiedenste Softwares, wie zum Beispiel ServiceNow, wo wir herausfinden und abgleichen können, was ist in der Asset-Datenbank drin und was ist wirklich am Netz. Diese Werte können dadurch natürlich sehr einfach verglichen werden und durch die bidirektionale Integration, die wir haben, können wir sehr gut Felder aus der Asset-Datenbank in unsere Datenbank reinnehmen, aber natürlich auch Felder von uns in die Asset-Datenbank reinschreiben. Zum Beispiel die VLAN-Zugehörigkeit des Devices, der Switch, an dem es im Moment hängt, am Switch-Port, dem es im Moment hängt und so weiter und so fort. Welcher User das im Moment angemeldet ist an diesem Device und so weiter und so fort. Diese Informationen könnten wir real-time in diese Asset-Datenbank reinschreiben und somit diese Datenbank mehr oder weniger up-to-date machen. Der nächste Use Case ist Device Compliance. Wie wichtig ist Compliance oder in Ihrem Unternehmen? Wahrscheinlich sehr wichtig. Dafür haben Sie sicher einige Tools im Einsatz, die schauen, ob alle Geräte gepatcht sind, ob alle Geräte einen Antivirus drauf haben, dass der auch aktuell ist und so weiter. Dafür haben Sie Management-Softwares, die Ihnen das auch aufzeigen. Forescout kann Ihnen dazu helfen, diese Compliance-Checks zu überprüfen. Sind wirklich alle Devices am Netzwerk? Sie mögen sich erinnern, wir geben Ihnen eine hundertprozentige Visibilität. Sind wirklich alle Devices in der Management-Software registriert und auch richtig gepatcht? Also die Sicht vom Device her. Dasselbe natürlich auch mit Antivirus-Lösungen. Auch hier können wir schauen, ist der Agent überall installiert? Gibt es Devices, die eventuell nicht gemanagt sind? Gibt es Devices, bei der die Kommunikation zwischen dem Device und der Management-Software nicht mehr funktioniert, weil der Agent gestorben ist oder sowas? Diese Infos können Ihnen Forescout auch helfen oder liefern und damit natürlich auch helfen, die Compliance-Richtlinien in Ihrem Unternehmen auch kontrolliert zu überprüfen. Der nächste Use Case von Forescout oder was Forescout adressiert, ist ganz klar Network Access Control. Und auch hier, die großen Unterschiede von Forescout gegenüber den meisten anderen NAC-Lösungen wie Cisco ISE, HP Aruba, noch einige viele kleine, die meisten dieser Lösungen setzen nur auf 802.16. Und 802.16 ist auch das mehr oder weniger bekannteste Protokoll oder Verfahren, um Network Access Control zu machen. Das Ganze basiert rein auf Radius, ist aber mehr oder weniger natürlich auch mit Gratis-Lösungen machbar. Aber wie gesagt, 802.16 hat einige Nachteile, wie zum Beispiel Mac Address Bypass. So viele, viele Geräte, und zwar gehören dazu fast 100% der IoT-Geräte dazu, können keine Zertifikate handeln oder
das Verteilen der Zertifikate wäre so aufwendig, dass es kaum machbar ist. Somit werden diese Geräte meistens in diesen Network Access Control Lösungen einfach mal freigeschaltet über ihre MAC-Adresse. Und wie man weiß, MAC-Adressen zu kopieren oder zu spoofen ist sehr einfach. Also meistens, wenn man irgendwo einen Drucker sieht in einer Firma, kann man den vom Netz nehmen. Man kann die MAC-Adresse sogar auf dem Drucker auslesen. Man kann die IP-Adresse auslesen auf dem Drucker. Man hängt irgendwo ein gespooftes Device dahin und niemand würde das merken. Da funktioniert ForeScout ein bisschen anders. Wir haben da einige zusätzliche Checks, die wir machen können. Und zwar können wir zum Beispiel die Devices über SNMP abfragen, also irgendwelche SNMP-Werte. Wir können die Community-Strings abfragen oder eventuell, wenn SNMP V3 möglich wäre, kann man natürlich auch mit Username, Passwort und Encrypted das Ganze machen. Wir können SSH-Credentials abfragen. Das heißt, wir können uns anmelden auf diesem Device und schauen, stimmen die Username und Passwörter für dieses Device, das wir als Firma konfiguriert haben. Und wenn das der Fall ist, dann ist es zum ziemlich 100% unser Device. Wenn das nicht passiert oder nicht funktioniert, ist es eventuell gar nicht mehr dieses Device, das wir da erwarten. Auch über Web können wir diese Sachen machen. Also wir können wirklich Layer 7 oder Checks auf Level 7 machen, die wirklich sehr granular sind und ich auch wirklich erkennen kann, dass dieses Device mein Device ist, das in mein Netzwerk gehört und nicht irgendwo von jemand anderem übernommen wurde. Der nächste Use Case, den wir adressieren, ist vielleicht noch ganz kurz zu Network Access Control. Also wir können 802.1fix, wie gesagt, können wir auch, wir brauchen auch MAC Bypass, aber wir können danach genau kontinuierlich überprüfen, ob dieses Device immer noch dieses Device ist, das es beim Onboarding war. Dazu können wir aber auch flexiblere Onboarding-Szenarien anbieten, und zwar auch ohne 802.1fix kriegen wir Security hin, wie die fast gleichzusetzen ist wie mit 802.1fix, also auch Pre-Connect. Oder haben wir natürlich auch Post-Connect-Szenarien, wo wir sagen, okay, ForeScout ist passiv im Netz. Falls irgendwo ein Device erkannt wird, das nicht ans Netzwerk gehört, ist es zwar mal drin, aber innerhalb von 1 bis 2 Minuten hat das ForeScout erkannt und wird es rauswerfen. Der andere Lösungsansatz, wie mit 802.1fix, ist natürlich Pre-Connect. Bevor ich nicht weiß, was es für ein Device ist, ist es nicht an meinem Netzwerk. Aber auch da haben wir für jedes Netzwerk, das Sie hier unten sehen, die richtige Zugangslösung, weil zum Beispiel im Datacenter werden Sie kaum 802.1fix verwenden. Also nimmt man da einen Post-Connect. Wie auch im OT-Bereich ist es manchmal nicht möglich, 802.1fix einzusetzen oder ein Pre-Connect wäre zu gefährlich für Produktionsausfälle. Auch da geht man meistens eher in die Security eher als zweitrangig als Produktivität. Darum muss man da auch sehr vorsichtig sein. Aber wie gesagt, ForeScout bietet da eine flexible Plattform, die für jedes Netz, das Sie in Unternehmen haben, die richtige Zutrittskontrolle machen können. Und natürlich können Sie diese Lösungen auch mischen. Der nächste Use Case, Segmentierung. Wir haben ja darüber geredet, dass die Firewalls machen. Wir können auch helfen, diese Segmentierung durchzusetzen. Also wir können mit den Firewalls interagieren, mit Checkpoint, Palo und FortiGate. Können wir interagieren und gewisse Firewall-Regeln, die irgendwo hinterlegt sind, hinter einer Gruppe ziehen lassen. Das heißt, wir können sogar ein Zero Trust zwischen den eigenen einzelnen Segmenten erstellen. Das heißt, auf der Firewall ist Any Deny zwischen den einzelnen VLANs. Wenn ForeScout zum Beispiel jetzt ein Device erkennt und sagt, jawohl, das ist ein Drucker und ich weiß, das ist ein Firmendrucker, dann wird es den Drucker erstmal in das Drucker-VLAN legen, falls der nicht schon da drin wäre, oder den Port so richtig konfigurieren. Danach würde es der Firewall sagen, hey, ich habe da einen Drucker mit der IP sowieso, bitte schalte die Drucker-Firewall-Regeln frei für dieses Device. Das heißt, bevor ForeScout nicht erkannt hat, dass das ein
Firmendevice ist, hat es keine Konnektivität in ein anderes Netz. Was wir auch machen können, ist, wir können mit ACLs arbeiten. Das heißt, wir können auch einzelnen Devices einfach nur reduzierten Netzwerkverkehr zulassen. Wir kennen das Device, wir wissen, es ist ein Drucker, wir wissen, es ist ein Firmendrucker. Wir können dazu eine ACLs auf den Switchport legen, auf Cisco oder anderen Herstellern, die genau die einschränkt, dass es zum Beispiel 9000-Port auf den Printer reden darf. Und that's it. Also kann ich eine Mikrosegmentierung auch in einem größeren, wenn ich keine große Segmentierung habe, kann ich trotzdem schon einzelne Devices, die potenziell gefährdet sind, einschränken in ihrer Kommunikation. So, und der letzte Teil, wo wir natürlich auch die Integration mit Vectra gebaut haben, ist Incident Response. Da geht es wirklich darum, es gibt irgendwelche Tools in Ihrem Unternehmen und wir können diese Tools einfach noch ein bisschen verbessern, indem wir Automatisation dazugeben. Das heißt, oder beziehungsweise Control, diese Isolierung des Devices dann auch wirklich umsetzen können. Viele dieser Lösungen, eben wie auch Vectra, die sind super im Erkennen von irgendwelchen Anomalien oder nicht mehr ganz sauberen Devices im Netzwerk, haben aber selten die Möglichkeit, dieses Device dann gleich zu isolieren, weil dafür bräuchte es die Kontrolle über das Netzwerkdevice, also über den Switch oder das WLAN oder natürlich dann irgendwo einen Agenten auf dem Device, der dann das Device vom Netzwerk nehmen würde. Oder man stört den Traffic. Es gibt gewisse Lösungen, die auch den Traffic im Netzwerk stören. Also so, das gibt es bei uns auch, diese Lösung, das heißt bei uns Virtual Firewall, wo wir eigentlich dann im Netzwerk drin durch einen Spanport oder so natürlich dann die Pakete oder die Kommunikation zwischen den zwei Devices stören mit TCP-Resets oder ICMP Unreachables. Wie gesagt, Incident Response hilft uns, oder da kann Forescout helfen, wirklich dieses Device sofort vom Netzwerk zu nehmen, weil wir haben die Kontrolle über die Netzwerkkomponenten. Wir können sofort eingreifen, wenn irgendwo ein Tool findet, das Device ist potenziell gefährdet und sollte so schnell wie möglich vom Netz. Wie gesagt, kann das automatisiert werden oder natürlich auch nur halbautomatisiert. Noch kurz zu der Visibilität und zu dieser Classification Engine. Es ist wirklich auch ein Merkmal von uns und wird wirklich immer wieder verbessert. Wir haben da auch Informationen von unseren Kunden, die zum Teil ihre Klassifizierung mit uns sharen können. Und darum werden auch, oder wir haben auch Assessments aufgenommen bei vielen Kunden, um gewisse Devices besser zu erkennen. Dafür haben wir wirklich 2.000 bis 3.000 Fingerprints drin. Wir prüfen über 40 verschiedene Merkmale an den Devices oder Charakteristiken im Netzwerk, wie sich dieses Device verhaltet, um herauszufinden, was es für ein Device ist. Und wie gesagt, danach geht es wirklich auch darum, wenn ich dann mal diese 50, 60 Drucker oder Security-Kameras habe, um rauszufinden von diesen Kameras, welche gehören jetzt wirklich mir und welche wären eventuell Rogue-Devices oder irgendwelche Gast-Devices, die ich eventuell abfangen müsste und an ein Captive-Portal oder so leiten sollte oder andere, die gar nicht ins Netzwerk gehören, die ich einfach isolieren sollte in ein separiertes WLAN oder den Port ganz runternehmen oder mit ACLs die Kommunikation so einzuschränken, dass es keinen Schaden anrichten mehr kann. Hier eine kurze Übersicht über unsere Orchestrierungsplattform und mit welchen Security-Tools oder anderen Plattformen wir komplett integrieren. Für diese Lösungen, die Sie hier sehen, gibt es auch fixfertige Module bei uns. Wie man aber sieht, haben wir auch ein Custom-Modul, das ist das OIM-Modul, das Open Integration-Modul, oder eben auch nur Syslog, wie wir auch die Integration jetzt mit Vectra gemacht haben. Das ist Standard beim Produkt dazu dabei, dass Sie Syslog auswerten können und Aktionen setzen auf Syslog-Messages.
Für alle anderen Produkte oder Integrationen müsste das zusätzlich lizenziert werden, wie auch das Open Integration Modul, was auch zusätzlich eine Lizenz kostet, was dann eine Plattform bietet, um selbstständig an irgendwelche Datenbanken zu docken oder irgendwelche Web RESTful APIs abzufragen oder einen eigenen Connector zu bauen an eine Lösung, die momentan jetzt von Forescout noch nicht direkt eine Plugin oder so gibt. Wie gesagt, können wir auch da mit Vectra, wir haben im Moment diese Syslog-Integration, aber Vectra hat ja eine RESTful API, also kann man auch da eine, sagen wir mal, eine High-End-Integration machen, indem wir nach dem Erkennen des oder nach dem Erhalt des Syslog dann natürlich die Vectra-Plattform abfragen können und vielleicht gewisse Informationen über warum und wieso dieses Device jetzt von Vectra als potenziell gefährdet eingestuft wurde, warum und wieso diese Informationen dann auch in Forescout bzw. in Counteract drin darzustellen, damit vielleicht auch der Admin von Counteract noch ein bisschen mehr Informationen hat, warum dieses Device jetzt vom Netz genommen werden musste. Und wie gesagt, unsere Vision, wirklich Forescout funktioniert in allen ihren Netzwerken und nicht nur im Access-Bereich. Counteract ist auch sehr einfach zu installieren, da wir nicht auf Protokolle wie 802.1x oder nicht nur mit diesen Protokollen funktionieren, sondern auch ohne diese Protokolle funktionieren, können wir sehr einfach auch eine Testinstallation machen. Wir sind überhaupt nicht intrusive, Sie müssen sehr wenig an Ihrer Infrastruktur anpassen, also das Einzige, was man auf den Switch machen müsste, wäre vielleicht ein Traps konfigurieren, IP-Helpers konfigurieren und so, aber das sind alles Kleinigkeiten im Gegensatz zu, wenn ich einen Switch umkonfigurieren müsste zu 802.1x. Wir brauchen keine Agents, also es wird nichts installiert auf den Devices. Wir haben ein sehr einfaches Policies Management, auch das sind Rückmeldungen von Kunden in dem Bereich, da wir sehr stark sind und sehr einfach zum Installieren. Das Ganze gibt es als physikalische oder virtuelle Appliance und Sie lizenzieren eigentlich einfach die Anzahl Devices, die dann gesehen werden und Sie können selber definieren, auf wie vielen virtuellen Appliances Sie das fahren möchten. Ja, ich habe eine kurze Demo vorbereitet, wenn die Zeit reicht. Ich glaube, wir haben noch 2-3 Minuten. Und wie Sie sehen hier, das ist jetzt sozusagen unser Homescreen. Wir haben hier auf der linken Seite unsere Policies, die geschrieben wurden. Man sieht dann auch genau, wie diese Policies jetzt funktionieren, also wie viele Devices also in dieser Policy adressiert werden und natürlich dann auch die Sub, also die Unterregeln. Das ist jetzt die Primary Classification Policy, wo Sie sehen, wo genau mit unserer Klassifizierungsengine herausgefunden wird, welche Devices am Netz sind, was das für Devices und Typen sind. Wir sehen hier auch zum Beispiel so Moxa IP to Serial Converter, also das sind so wirkliche IoT-Devices. Und wenn ich so ein Device anschaue, sehe ich schon sehr viel an Informationen, obwohl das wirklich ein Device ist, das nicht wirklich viel an einem Betriebssystem hergibt oder sicher keine Agents oder sowas haben kann. Aber auch hier haben wir sehr viele Informationen über das Device selber. Und wir wissen natürlich auch, wo es genau am Switch dran ist, an welchem Switch, in welchem VLAN, an welchem Port und so weiter. Und das hilft uns natürlich dann auch, diese Switches dann zu managen. Wenn ich dann weitergehe, sehen wir dann den nächsten Schritt, wie ich erklärt habe, nach der Klassifizierung ist eigentlich die Klarifizierung, also bei Windows, welche Windows sind Domain-Joined, welche sind eventuell nicht gemanagt, welche müsste ich jetzt anschauen oder eventuell quarantänisieren oder eventuell in ein Gäste-VLAN schicken. Das gleiche können wir auch mit Drucker machen, zum Beispiel über SNMP. Also wir trauen nicht nur der MAC-Adresse, wie viele 802.1x-Lösungen oder Radius-basierten Lösungen, sondern wir trauen nur, was wirklich auch Sinn macht. Also wir prüfen über SNMPv3, ob der Username Passwort stimmt und so weiter und so fort. Das sind sichere Checks, die nicht gespoofed werden können. Für die Integration mit Vectra, wie gesagt, wir haben sehr viele Module, die wir
verwenden können mit anderen Herstellern. Eins davon, wie gesagt, Vectra Networks, wo rein über Syslog jetzt angebunden werden kann. Das ist bei der Basislizenz alles dabei. Das heißt, bei Vectra Networks schaue ich mir sozusagen die werte ich Syslog-Messages aus Vectra. Das kann sein, dass das eben so konfiguriert ist, wie Fabian das gesagt hat, dass da drin steht, mit einem Tag versehen ist, wie heißt Quarantine oder Block oder was auch immer. Ich kann aber auch die einzelnen Werte, also Thread oder Certainty, auswerten. Das sind Werte, die Vectra diesen einzelnen Hosts gibt. Und wenn ich sage, kann ich mir eine Baseline setzen und sagen, okay, also wenn Vectra findet, zu mehr als 80 Punkte gibt für diese Hosts, dann ist es doch sehr, wäre es doch dringend Zeit, dass dieser Host isoliert wird. Und sowas kann ich jetzt kurz vorführen. Sie sehen hier die Policy. Wir haben hier eine Rule, die heißt, ab 80 soll was passieren. Sie sehen hier auch so ein Icon, so ein gelbes. Und was Sie sehen ist hier, ich schreibe eine ACL und Sie sehen hier, die ACL blockt sämtliche Ports auf die IP 901. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vectra sozusagen dazu bringe, einen Host zu klassifizieren mit mehr als 80, also das heißt, Vectra schickt jetzt sozusagen eine Syslog-Message an Forescout. Sie sehen, innerhalb von wenigen Millisekunden hat Forescout das erkannt, dieses Syslog, und die Aktion wurde geschrieben. Wenn Sie sehen, ich versuche jetzt von diesem Host aus einen Ping zu machen auf diese IP, die ja jetzt gesperrt sein müsste, und Sie sehen, ich kann die IP nicht mal anpingen. Sobald ich diesen Thread wieder aufheben würde, also ich sage jetzt, okay, der Host wurde jetzt gepatcht oder es wurde alles wieder removed, kann ich natürlich warten, bis Vectra den tiefer einstuft wieder, also diese Werte sich senken, das kann aber eine Weile dauern manchmal, oder ich kann das natürlich auch hier im Forescout sagen, okay, ich habe jetzt diesen Host, ist jetzt wieder bereinigt, bitte das Ganze löschen hier, und Sie sehen, der Host verschwindet sofort aus dieser Policy. Die Aktion wird natürlich sofort weggenommen und Sie sehen, der Host hat auch wieder vollen Zugriff. Das wäre es von meiner Seite. Herzlichen Dank, Daniel, für dein Referat und auch für die Demo. Ich glaube, das hat gut visualisiert, auch wie Vectra Forescout zusammenspielen. Ich habe eine Frage erhalten an Fabian, zwar im IoT häufig Botnets. Szenarien, wie werden Botnetze von Vectra erkannt? Ja, diese Kategorie hatte ich nicht gezeigt auf der Folie. Wir haben ein Set von Botnet Detections auch im Portfolio, die für IoT durchaus interessant sein können. Outbound DOS Signs, Outbound Spam, Abnormal Web Activity, Cryptocurrency Mining, das sind so die Detections. Gleich noch eine Anschlussfrage an Fabian. Frage ist, Cloud-basierte IoT-Lösungen, eine Cloud-Komponente, AWS, Azure, was kann Vectra da machen? Ja, wir sind kurz davor, einen Sensor für Azure zu releasen, der dann über Native VTAP Netzwerk-Traffic, also der Kunde der Azure-Kunde kann dann selber quasi native in Azure Netzwerkverkehr spiegeln, pro Workload, pro Container und wenig auf einen anderen Workload seiner Wahl. Und das wäre dann zum Beispiel ein Vectra-Sensor, der dann dementsprechend die ganzen Use Cases, die wir abdecken, auch in Azure nutzen kann. Und Amazon und Google werden wahrscheinlich folgen. Das haben jetzt VTAP, Native VTAP auch angekündigt.